So, willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um mein VR6. Ich kenn die Geschichte. Motorschaden war bei mir, jetzt ist low-budget-mäßig gemacht. Und dann hat man nochmal Pech gehabt. Ja, wir wollen ja natürlich erstmal fahren. Ne? Und ich will euch mal zeigen, dass man das nicht machen sollte, was ich mache. 0 auf 100 mit Motorschaden zu machen. Ja, man macht ja nichts anderes. Ne? Heute geht es um mein VR6, der billigste VR6 Deutschlands, 700 Euro. Warum es billig war, haben wir es jetzt gecheckt. Ich habe den gekauft mit einem, war ein Lagerschaden. Am Anfang war es ganz leise, dann ging es weg und dann kam es wieder. Und dann habe ich den Wagen ja mit dir und so, haben wir ja 0 auf 100 gemessen. Und danach hat er den ja, dann habe ich ihn abgegeben. Dann ist Geschichte, dann hat er einen Motorschaden gehabt. Dann haben die den natürlich low budget gemacht, das Ganze. Auch Rücksprache mit mir, weil wir wollten nur einfach einen Lagerschaden reinklatschen, ein bisschen sauber machen, draufklatschen das Ganze und eigentlich nur low budget mäßig das Ganze wieder fertig machen und das Ganze dann halt, ja, fahren. Aber das Problem ist, nein, Lagerschaden ist immer noch vorhanden. Auf jeden Fall, wir wollen mit dem Wagen fahren, natürlich Anlasserdefekt. Krass. Also es gibt gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die gute ist, ein anderes Auto wird fertig, eine schlechte Nachricht, der andere Auto muss auf der Strecke bleiben. Egal, ich baue jetzt ganz schnell den Anlasser aus und da fahren wir drüber. Das ist das Problem hier. Weil das ist gut abgetrennt. Ich glaube, da ist mal einer irgendwie dran gekommen beim Schrauben. Ja. Ich mach mal hier ein Pluskabel drauf. Dann schätze ich mal, dass sie es so abgerissen haben. Aber der Anlasser ist in Ordnung. Aber egal, ich habe hier den anderen. So muss das aussehen hier. So muss das Ganze aussehen. Man sieht, wie stabil der eigentlich ist. Und das kann man auch retten. Also ist nicht so, dass der kaputt ist. Kann man retten. Minus kommt dahin. So, bevor wir den jetzt komplett zusammenbauen, einmal testen. Kann ja sein, dass ich was falsch gemacht habe, oder kann ja auch sein, dass der Anlasser nicht funktioniert. Ne? Weil der Massekabel ist nicht abgegangen hier. Muss, ja, die Schraube war so fest, ging nicht ab. Musste ich den leider auch abschneiden. So, jetzt einmal mal testen. Hä? Hast du Kabel vergessen? Was? Kabel vergessen vielleicht? Nö, alles ist dran. Masse ist dran, Plus ist dran. Es kann nur sein, dass der Anlasser kaputt ist, den wir eingebaut haben. Wie das nicht reicht, der zweite Anlasser, den ich einbaue, ist auch defekt. Also der erste. Den ersten habe ich ausgebaut, weil er defekt war. Ne? Massekabel abgerissen und der zweite genauso. So, zurück habe ich ja noch einen Anlasser. Und bei dem Anlasser weiß ich, dass der 100% funktioniert. Das weiß ich. So, jetzt baue ich den da ein. Und jetzt mal schauen, ob der anspringt. Und wenn er dann auch nicht anspringt, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Der Anlasser rein und das Ding läuft. Alle guten Dinge sind drei. Klingt an. So. Und was wir jetzt machen, ist einmal 0 auf 100 mit Summit zu machen. 0 auf 100 mit Motorschaden. Hat das schon mal einer gemacht? Keiner. Ja, ich glaube, es gibt nicht so viele schlaue Leute wie ich, die das machen. Wir fahren mit unserem VR6, der 700 Euro VR6, natürlich der günstigste VR6 deutschlandweit. Aber wir hatten ja ein Problem gehabt, ihr habt es ja bei Mitias Kanal gesehen, wir hatten Motorschaden gehabt. Dann wurde das alles auf Low-Budget-Basis gemacht, mit Rücksprache mit mir. Aber das Problem ist, der ist nicht gut. Das Problem ist, Mitias hat alles versucht, dass wir Low-Budget-mäßig einfach den instand setzen. Nein, hat aber leider nicht geklappt. Wir haben leider immer noch Motorschaden.
aber haben gesagt, weißt du was? Motorschaden hin oder her, Samet, lass uns doch mal 0 auf 100 mit Motorschaden machen. Ja. Hä? Dann weil, hörst du das? Hörst du das schon? Ja. Aber ich muss sagen, dennoch. Ah, geil Sound hat der, ja. Typisch V6. Ja. Und wir gehen jetzt zu unserer Strecke und werden einmal 0 auf 100 messen, weil der mit dir trotzdem hier eine Software gemacht hat. Der hat dir eine Software gemacht. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir mit Motorschaden, weil der hört sich jetzt krass an, davor war ja nicht so krass, ne? Aber ist einfach eingelaufen, Nockenwelle ist eingelaufen, zu viele Späne drin gewesen. Ich bin mir auch sicher, dass der auch nicht richtig zündet, dass die Laufflächen vom Zylinder riefen haben und der verliert an Kompression. Ist aber alles trotzdem nicht wichtig. An Sound ist ja immer noch geil. Hörst du mit? Ja, auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich testen, ey, kriegen wir die 0 auf 100 besser hin als letztens. Aber jetzt einen kleinen Soundcheck. Also, ja? Ja. So, Samet, wie fandest du den Sound? Oh, ich fand den mega geil. Richtig geil? Ja. Ist schon geil, ja. Der hört sich echt geil an. Also, warum hört sich ein V6 so verdammt sexy an? Ja, ne? Ihr hört das schon. Das ist nur ein Klackern. Wenn jetzt ein Verkäufer wäre, würde sagen, was ist denn dieses Klackern? Nix, ich will nix, voll einfach. Das gehört dazu. Das ist ein Klopfgeräusch, was normal ist. Fahr. So hätte ein Autohändler gesagt. Jetzt hat man es gut gehört. Also. Weißt du, was das Komische ist? Das ist nicht immer. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Okay. Meinst du, das ist, wenn er warm wird und... Ja, wenn er Öl noch dünner wird, aber das Ding ist richtig durch. Also wir haben danach geschaut, der hat Späne drin, bis zum geht nicht mehr. Der hat die Lagerschalen so weggefressen, direkt. Ja, ist auch nicht schlimm, alles gut. So, was wir jetzt machen, ist natürlich, zu unserer Strecke haben wir jetzt ein bisschen. Also es ist Risiko, dass wir einen richtigen Totalschaden riskieren vom Motor. Wobei der Motor sowieso Totalschaden ist für mich. Aber ist ja nicht schlimm. Der macht noch seinen Weg. Ja, ich habe ja auch noch was vor mit dem. Das hier auch. Weil bei uns ist alles recyceln, ne? Bei uns gibt es keinen Schrott. Wir werden immer wieder was gebraucht. Und bei dem Auto brauche ich sehr viele Sachen. Ja, Stunde der Wahrheit. Mal schauen, was der sagt, ne? Das ist jetzt nicht genau unsere Strecke. 0 auf 100. Jetzt müssen wir warten. Also ich bin selber gespannt, Samet. Ich auch. Ne? Das ist ja Motorschaden Deluxe. Man hört ja die Lagerschaden. Ganz dezent. Der ein oder andere wird mich hassen. Dafür, aber... Egal. Aber es ist ein guter Vergleich dann, wenn der... Ja, ich bin mal gespannt, weil... was sagt der denn mit Lagerschaden? Der wird dir natürlich nicht so viel Kompression haben. Aber vielleicht hat ja mit dir die Software... Ah, da sind wir fertig. Der hat ja die Software eigentlich mal nicht schlecht gemacht, ne? Der ist ja schon am Blumen, ne? Haut dir schon... Also man merkt, dass er die Einspritzung sehr erhöht hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das ehrlich schaffen. So, ich fahre mal auf die Strecke. Hörst du das? Ja. Oh Mann. So. Ready? Ich bin ready. Okay. Nicht besser. Ja, wie ihr seht, 0 auf 100.
bringt nichts beim Motorschaden. Wir haben 9,5 Sekunden und ehrlich gesagt, ich wollte es nicht nochmal testen. Das reicht. Ich habe es aber getestet. Aber wir können uns ja den Motorsound anhören. Und der Motorsound ist einfach nur göttlich, ehrlich. Also wir werden jetzt trotzdem beschleunigen, aber ich glaube, 0 auf 100 macht wenig Sinn jetzt. Meinst du? Nein. Du merkst auch, der läuft nicht mehr auf 6 Zylinder. Samet. Merkst du das nicht? Hörst du das nicht so? Ich habe mich jetzt gerade so fokussiert, ne? Das tut schon ein weh, ne? Aber egal, wir haben ja noch den Sound. Der Sound ist immer da. Also machen wir mal einen Soundcheck. Ja. Weil wir müssen ja noch nach Hause kommen. Nur ich konnte mich halt nicht so konzentrieren, weil ich mehr den Lagerschaden rausgehört habe, als den geilen VR6 Motorsound mit Pilz. Geil. Ich hab die ganze Zeit gehört, weißt du? Ich höre den VR6 Sound nicht mehr, ich höre nur diesen Lagerschaden. So. Das tut schon einem weh, ja. Ja, jetzt habe ich es richtig gemerkt. Dass, jetzt hast du den Lagerschaden richtig gehört, ne? Das ja, auch dass er nicht so auf 6 Zylinder läuft. Nein, nein. Oder habe ich mich jetzt gehört? Nein. Das fing ja an, wo wir da auf 0,100 gemacht haben bei mit dir. Ja. Da warst du ja dabei, aber ja, du warst da, ja nicht dabei. Das ist ja das erste Mal, dass ich... Ja, ja. Aber da hat das ja ganz leicht am Anfang. Wir haben gesagt, okay, vielleicht die Antriebswelle oder Getriebe, weil das war ja nicht immer da. Ja. Und ich konnte das echt nicht einschätzen. Und dann war es überhaupt nicht mehr da. Ja, und dann habe ich den Wagen mit dir gegeben und dann auf einmal, er startet und du hast voll laut Lagergeräusche gehört, aber so richtig. Als hätten wir so, was weiß ich, so die Lager rausgeholt. Krass, also das war echt extrem. Und danach hat man ja den Schaden bei mit dir gesehen. Ne? Und dann haben wir das natürlich auf Low-Budget-Basis gemacht. Wir wussten, es war 50-50. Ja, es hat geklappt oder nicht. Er hat echt sauber gemacht. Er hat es vernünftig gemacht. Ne? Besser konnte man das einfach beim Low-Budget nicht machen. Weil mit dir ist erstens kein gelernter Mechaniker. Und er konnte das jetzt nicht auf die Schnelle jetzt 1000% machen. Weil wenn du das richtig machen würdest, müssten wir den Motor komplett zerlegen, die ganzen Kanäle saugen. Er hat alles echt gemacht, also ich habe es auch gesehen. Deswegen alles gut. Ja, die Lagerschalen habe ich auch bei ihm gesehen. Ja, ja, das war schon krass. Das ist echt quasi schon glatt geschliffen. Das ist schon Hammer, ja. Hörst du? Ja. Boah, ist jetzt extrem. Hörst du, ne? Boah, ist jetzt permanent da. Permanent da? Ja, der ist leider weg. Leider weg. Leider, aber es ist nicht das Ende von dem Auto. Weil da gibt es noch was anderes, weil es wird sich jetzt, also wir werden zwei Sachen mit dem machen. Also zwei Sachen, also wenn wir den Wagen einmal ausschlachten, werden wir zwei Autos fertig machen. Und das ist das Geile bei dieser Sache. Seid gespannt, was ich damit vorhabe. Das sage ich euch gleich natürlich. Aber wir fahren, ein Tunnel muss sein, Samet. Das muss auf jeden Fall ein sein. Ein Tunnel muss sein. Ja? Bei dem muss es auf jeden Fall sein. Ein Soundcheck noch. Ja. Hast du hier diesen Wolf Garage gesehen? Also von hier, Props an die Wolfs Garage. Hat ja mal so ein geiles Video gestellt. Hm? Hat mir gefallen. Und das hat mich so ein bisschen animiert. Noch ein VR6 Video. Boah, hörst du was? Das wird jetzt... Ich finde, das wird jetzt immer schlimmer, ne? Weil... Also der ist nicht so wie am Anfang jetzt. Nein, nein. Der wird richtig schlimm. Ja, das ist... Da sind so viele Späne drin. Ist ein Wunder, dass er überhaupt läuft. Ja. Also wenn ihr dieses Geräusch habt, Jungs, dürft ihr auf jeden Fall das nicht jetzt machen. Hm.
das glaube ich auch. Das solltet ihr nicht machen. Weil dann ihr einen kapitalen Motorschaden riskieren könnt. Ein Lagerschaden kann man noch retten. Kapitalen Motorschaden wird schwer. Nein, also den Motor kann man auf jeden Fall retten. Ne? Es ist nicht so, dass man Lagerschaden nicht retten kann. Aber bei denen haben wir echt ein Problem. Wenn wir den Motor retten müssen, also wenn wir den Motor retten, braucht er auf jeden Fall andere Kurbelwelle. Erstens. Zweitens, wir müssen die ganzen Zylinder aufbohren. Übermaß. Anders geht es nicht mehr. Weil die Späne sind schon so hoch gegangen. Die haben sich schon da. Ja, die haben da auf jeden Fall Riefen schon gemacht. Ah, da kommt ja schon der Tunnel. Der Tunnel kommt schon. Ein Tunnel, einmal ein Tunnel. Aber Tunnel muss sein, Samet. Ja. Samet, Tunnel. Das ist ein Muss immer. Genau, also ein Tunnel muss rein. Also ein Tunnelcheck. Ein kleiner Check. Bevor wir sagen, das konnten wir nicht machen. Okay, Samet, Fenster auf. Boah, der war richtig geil. Der war richtig geil. Alter, du hast das nicht auf die Kamera. Nein, ich hab's definitiv. Boah, der war gut. Der war gut. Noch ein Summit, noch ein Tunnelchen. Ja, von mir aus immer locker 10, 20. Kein Problem. Mal gucken, ob wir die Pleuel da vergessen haben. Ja. Hörst du den Lagerschaden? Ja. Weil wenn es da unten ist, dann hörst du es ja noch. Hast du es richtig, ne? Aber wie? Geht. Definitiv. Der war richtig heftig. Weißt du, was das Problem ist? Ich kann das ganze Zeit nicht genießen. Ich höre echt nicht den Turbo-Sound. Ich höre nur den. Ich höre nur Lagergeräusche. Ja, das ist schon Vergewaltigung auf höchstem Niveau. Ja. Ach du Scheiße. Hast du den Kamikaze gesehen? Ja. War ein Rabe, ne? Nee, war ein normaler. Weil ich konnte es gerade richtig gut genießen, weil die Hälfte meines Kopfes war draußen. Ich habe schon gemerkt, du siehst immer. Gucken, ob wir den Lagergeräusch noch richtig hören können. Wieder. Hörst du das? Ja. Und da hat schon mal Motorschaden gehabt, damit ich? Hatte ich schon mal? Ich? Nee, ich habe noch keinen Motorschaden gehabt. Oder? Ich glaube auch nicht. Habe ich? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Habe ich auch nicht. Noch nie. Also perfekt. Ich habe immer Glück gehabt. Kein Motorschaden. Das ist das Problem. Ich kann es die ganze Zeit nicht genießen, weil ich nur das höre. Ja, vor allem das wird auch immer lauter. Also. Ja, der ist tot. Also man kann es retten. Also wir könnten den Motor mal komplett auseinandernehmen. Kurbelwelle muss definitiv neu. Irgendwas stimmt mit der Kurbelwelle nicht. Die haben es klar geschliffen, gemacht, getan. Aber irgendwas stimmt da nicht. Was wir damit vorhaben, zeige ich euch jetzt. Ich fahre jetzt mal nach Hause. So, natürlich haben wir einen Lagerschaden. Das Ganze. Es ist jetzt nicht so, dass man es nicht reparieren kann. Natürlich kann man es reparieren. Nur das Problem ist, den jetzt zu reparieren, ob sich das lohnt, natürlich lohnt sich das. Ein VR6 ist eine Legende, bleibt eine Legende und es wird immer wertvoller, diese Motoren, definitiv. Aber ich habe was anderes damit vor. Hashtag Race City. Dazu kommt noch ein Video. Schöne Grüße an Adam von hier. Wir hatten ein Video gemacht mit Adam. Da sollte eigentlich dieses Video da reinkommen. Leider wurde das gelöscht. Bei Turbo Gockel hatte ich keinen Ton und bei
Adam hatte ich Ton, aber das Video ist gelöscht. Ach. Ich habe echt Pech zurzeit mit dem Video. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie es mit dem Ton ist. Werden wir ja sehen. So, natürlich haben wir hier einen Motorschaden und erinnert euch dran, wir machen hier einen Turbo. Ne? Ein V6 Turbo, unser Cabrio. Also werden wir das Ganze so machen. Dieser Kabelbaum, was hier drin ist, passt zufällig hier rein. Was für ein Zufall. Passt doch. Kabelbaum, KW-Fahrwerk, Auspuffanlage, kommt bei dem Cabrio rein. Und Turbo. Und dann werden wir schön mit Puste fahren. Und den werden wir erstmal zur Seite stellen. Also ich finde die Idee echt gut, weil geil, ne? Du hast quasi alles in einem Boot. Ey Samet, du musst dir auch vorstellen, ich habe den für 700 Euro geholt. Ja. Für 700 Euro geholt. Ne? Okay, er hat den Schaden gehabt, ich habe es in den Tag gehört, ich habe es aber nicht so wahrgenommen. Und ganz ehrlich, danach war es auch nicht da. Ich dachte, okay, weil, als ich den gekauft habe, der Zündkabel hier, Samet, ja, der war ab. Dieser Zündkabel war ab. Dann dachte ich, okay, das war das, alles schön. War es aber nicht. Haben wir gesehen. Ist aber nicht schlimm, alles gut. Das heißt, den werden wir erstmal auseinanderbauen. Nicht auseinanderbauen, ja doch auseinanderbauen, aber da kriegt er diesen Fahrwerk, kriegt er ja von dem wieder rein. Auspuffanlage kommt Originale wieder rein. Der wird einfach zur Seite, kommt zur Seite. Und dann haben wir ein Cabrio, Turbo Cabrio. Geil, ne? Ich finde es richtig gut. Ja. Wie findet ihr die Idee, dass ich das hier ausbaue und da einbaue? Findest du das gut? Oder sagt ihr, nee, Yunus ist nicht gut? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Und wie findet ihr dieses Videoformat? Auch ganz wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Ciao.